Es sind schon seltsame Bilder. Erwachsene Männer auf einem riesigen Baumstamm, die vor hunderten Menschen einen Abhang runterrutschen. Aber warum? Um zu verstehen, was hinter den Bildern steckt, reisen wir nach Japan. Hier findet alle 6 Jahre das sogenannte Onbashira Matsuri statt, das heilige Baumstammfest. Und das, obwohl Japan eine der modernsten Nationen der Welt ist. Vor 6 Jahren sind 2 Männer bei dem Ritual gestorben. Es ist eines der gefährlichsten Festivals der Welt. Wir wollen verstehen, warum die Menschen sich so einer Gefahr aussetzen und woher das Ritual stammt. Okay. Hast du die Adresse? Ja, das Ritual ist in Shimosuwa. Von Tokio aus fahren wir in die Präfektur Nagano. Schon auf dem Weg dorthin fällt auf, dass ein besonderes Fest bevorsteht. Die Straßen sind mit vielen Fahnen geschmückt. Am Suwa Taisha Shrine sind wir mit dem Tempelwächter Makiya Oguchi verabredet. Er nimmt zum 7. Mal am Onbashira-Ritual teil. Hallo, wir haben telefoniert. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir wollen mehr über das Onbashira-Ritual wissen. Gern, kommt mit. Makiya Oguchi zeigt uns den Baum, auf dem beim letzten Mal 2 Menschen gestorben sind. Er war vor 6 Jahren selbst dabei. Diesen Baum werden wir nächstes Jahr auswechseln. Er ist unser beschützender Gott. Er schaut von oben auf uns und bewacht uns. Den Moment, als wir ihn hierher gebracht haben, werde ich nie vergessen. Das habe ich immer vor Augen. Beim Onbashira Matsuri geht es darum, die Gottesstämme auszutauschen. Als erstes werden die Bäume gefällt. Danach tragen tausende Menschen die bis zu 10 Tonnen schweren Bäume über 8 Kilometer weit durch die Region. Auf halber Strecke liegt ein großer Abhang. Hier rutschen die Auserwählten auf dem Stamm nach unten. Am Ende werden die Bäume im Tempel als Wächter aufgestellt. Der Kiyotoshi-Hügel ist der gefährlichste Abschnitt des religiösen Baumtransportes. Hier jagen 6 Männer auf dem Stamm den Berg herunter. Jedes Mal gibt es etliche Verletzte. Da sind wir. Boah, ist das steil. Schau mal runter. Okay. Dann lass uns mal zum Start. Weiter geht's. Auf dem Gipfel des Berges treffen wir Makiya wieder. Doch es gibt ein Problem. Ausländische Kamerateams sind hier nicht erlaubt. Doch Makiya hat eine Idee. Wir bewegen jetzt den Baum. Deshalb trage ich mein Tabi. Das hier ist für euch. Damit seid ihr Teil des Rituals. Vielen Dank. Als erfahrener Leiter ist Makiya verantwortlich dafür, dass dieser riesige Stamm ins Tal zum Tempel kommt. Und er wird ihn reiten. Fujimori Masaki sitzt an der Spitze des Stamms. Was passiert jetzt? Der Moment ist da. Wir tragen den Baum zum Tempel. Warum macht ihr das? Der Stamm im Tempel, also der Gott, war 6 Jahre im Amt. Jetzt soll er ruhen und ein neuer Gott über die Menschen wachen. Deshalb müssen wir den Baum austauschen. Zum Ritual gehört auch ein ohrenbetäubender Gesang mit schiefen Tönen. Startschuss. Der 10-Tonnen-Koloss setzt sich in Bewegung. Über 1000 Menschen ziehen den Stamm an 500 Meter langen Seilen. Eigentlich darf kein Außenstehender den Baum berühren. Da jedoch unser Team als einziges ausländisches Fernsehteam Teil des Rituals ist, können wir diese einzigartigen Bilder drehen.
Der Transport ist nicht ungefährlich. An dieser Wand wurde im Jahr 2004 ein Mann vom Baum zerquetscht. Eine Schweigeminute. Beim Onbashira zu sterben gilt in Japan als große Ehre. Der Transport dauert mehrere Tage. Ununterbrochen ziehen insgesamt über 1000 Menschen den Stamm in Richtung Tal. Wir erreichen die engste Stelle vor dem Abhang. Die Situation ist ernst. Nur wenige Zentimeter trennen den Baumstamm von hunderten religiösen Anhängern und den Häuserwänden. Wenn alle gleichzeitig ziehen, bewegt der Stamm sich ruckartig Meter um Meter. Wer da drunter rutscht, wird zerquetscht. Wir haben den Baum etwas falsch gesteuert. Er berührt schon die Steinwand. Bis auf ein paar Schürfwunden geht in diesem Abschnitt zum Glück alles gut. Das Ritual ist auch ein Fest der Familie. Der Transport zum Hügel dauert noch 4 Stunden. Zeit für ein Mittagessen. Es gibt schon jetzt über 100 Verletzte. Manche auch aus unserer Gruppe. Sie stehen beim Ziehen einfach zu nah am Baum. Da zieht man sich schnell eine leichte Verletzung zu. Sterben dabei auch Menschen? Es gibt Zeiten, da sterben auch Menschen. Ist das so letztes Mal passiert? Ja. Trotz der Unfälle findet das Ritual statt, denn so ist es Tradition. Und Tradition spielt in Japan eine besonders große Rolle. Makia war auch beim letzten Mal, als der tödliche Unfall passierte, als Leiter für den Transport verantwortlich. Deshalb ist er besonders angespannt. Der Abhang rückt näher. Für Baumreiter Fujimori wird es ernst. Bist du aufgeregt? Ja, aber eigentlich gibt es nicht viel zu befürchten. Was macht dir am meisten Sorgen? Wenn der Baum nicht ganz gerade den Abhang runterrutscht, dann habe ich ein großes Problem. Am Fuße des Kiyotoshi-Hügels warten rund 5000 Menschen auf den gefährlichen Höhepunkt des Rituals. Ein letztes Gebet vom Priester, um für die Männer Schutz zu erbitten. Der Baum hängt jetzt mit seinem vollen Gewicht an einem Seil. Fujimori sitzt an zweiter Stelle. Die vorderen Plätze sind besonders gefährlich. Kommt der Baum ins Stocken, kann er überrollt werden. Doch die tödliche Gefahr ist Teil des Onbashira Matsuri. Fujimori verliert schon auf den ersten Metern den Halt und rutscht an die Seite des Stammes. Wir verlieren ihn aus den Augen. Nach 500 Metern ist der Höllenritt vorbei. Die Menschen stürmen herbei, um Verletzte zu bergen und Helden zu feiern. Im Chaos finden wir auch Fujimori wieder. Zum Glück unverletzt. Wie fühlst du dich? Erleichtert. Du bist runtergefallen, oder? Ja. Das Onbashira-Ritual in Japan. Eine skurrile 1200 Jahre alte Tradition und eines der wohl gefährlichsten Feste der Welt.